Start to play. So, hätten wir wieder einen. Der steht 8-11. Okay. Und hat schon ziemlich viele Partien gespielt. Ich hoffe mal, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Weiß allerdings nicht. Wahrscheinlich kriege ich hier keine Partienliste. Von daher kann ich jetzt nicht sehen, ob seine Niederlagen irgendwie verschenkte Partien waren, wie ich das letztens mal hatte bei so einem Cheater. Aber ich hoffe mal, es geht heute mit rechten Dingen zu. Euch erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Partie mit Jupp-Zupp. Ja, und das? Was ist das? Da spielen wir den hier, oder? Und wenn er sich da ausdehnt, spielen wir dann den? Ja, komm, wir versuchen mal diesen Kampf. Auch wenn der selten gut für mich ausgeht. Ja, jetzt hier, ne? So. Soweit alles irgendwie ganz normal, ne? Hier anlegen. Das ist nicht gut, ne? Ja, dann macht er das so. War ja mit zu rechnen eigentlich. Hier spielen oder können wir jetzt schneiden oder können wir den hier spielen? Dann da schneiden. Nee, das können wir nicht, ne? Da. Doch, im Prinzip könnten wir das. Aber wenn er den spielt, dann müssen wir hier wieder gucken, ne? Hier piepen? Kann das ein Zug sein? Als Not verkaufte dann nach dem Decken hier und hier und schneiden die zwei die drei Steine hier unten. So, da, hier, dann kriege ich ihn ja immer noch nicht so ganz gefangen, ne? Gut, also spielen wir mal den hier. Aber ich weiß schon wieder nicht mehr, worauf das letztendlich hier hinauslaufen soll. Wie so oft in diesen Kämpfen. Mir fehlt dafür irgendwie immer noch das Gefühl. Hier spiele. Kann ich danach ja den machen, ne? Kann ich den sofort machen? Dann spielt er den. Ich spiele hier. Er kann schneiden. Oder da spielen. Na, da spielen. Ich spiele hier und decke dann. Könnte den hier mal versuchen. Hab aber den Eindruck oder das Gefühl, dass das schon wieder übertrieben ist. Und das hier könnte auch ein bisschen zu lahm sein. M4. Einfach hier weiter schieben. Weil er hier sowieso nicht so richtig viel Gebiet machen kann. Ich schieb hier mal weiter. Wenn er da irgendwie umgebogen hätte, wäre es für mich auch schwierig geworden, glaube ich. So, jetzt kann ich da spielen, aber ich will erstmal hier den abtauschen. Gucken, ob er da brav antwortet. Nee, macht er nicht. Ja, dann können wir da ja auch reinstechen. Jetzt sogar diese Gruppe noch ein bisschen angreifen, sodass er den Umbieger, also er hat hier in der Ecke noch Möglichkeiten zu leben, aber der Umbieger hier, der würde dann ja für die zwei Steine wieder ziemlich teuer. Darum hatte ich jetzt damit gerechnet, dass er das nicht tut.
Aber dass er da ganz Tenuki spielt, das hatte ich jetzt auch wieder nicht erwartet. Ja, das schieben wir dann halt hier rein. Das hat's gebracht. Richtig viel nicht, ne? Da. Auch so viel. Ich würde jetzt mal hier spielen, das Archie in der Ecke schon noch weiter zu reduzieren und diese Gruppe hier weiter anzugreifen. Aber er sagt sich einfach, ich mache weiter große Züge. Und die zwei Steine, das braucht noch ein bisschen, bis die wirklich gefangen sind. Ja, könnt damit recht haben. Aber wie gesagt, der Zug hat ja auch ein bisschen Doppelfunktion gehabt. So, diese Zentrumssteine sind bis jetzt mein einziges Problem, ne? Und vielleicht, dass er hier eine Riesenanlage machen kann. Ich könnte hier spielen, um da reinzukommen, aber dann werden diese hier vielleicht schwächer. Yoyomi now starts. Egal, ich mache das trotzdem mal. Nein. Ja, dann machen wir hier Form. Und hier hüpfen wir dann einfach so raus, ne? Da habe ich noch eine Möglichkeit, irgendwie mal hier die Verbindung abzufragen und gleichzeitig hier vielleicht für die Gruppe was hinzubekommen, aber wenn ich das jetzt mache, dann gibt er vielleicht diese vier Steine hier und schneidet die hier ab. Das kann sein, ne? Eight, seven, six, five, four, three, two. Einfach hier jetzt springen, so oder so vielleicht. Er hat dann hier halt noch den Reinstecher und irgendwie einen Schnitt, um mich dann, so einen Opferstein, um mich dann da zu schneiden. Nine, eight, Wenn ich hier seven, spiele, dann wirkt das aber six, auch wieder ein bisschen five, zu lahm four, eigentlich. three, two, one. Ich mach's trotzdem mal. Nine, eight. Ich spiele jetzt mal den hier. Habe ich jetzt entweder hier Augenform, hört zwar immer noch den Piep hier und dann das Rausziehen da. Da spielen wir doch jetzt den hier. Den. Wenn ich jetzt hier spiele, kann er da schon nicht mehr schneiden. Er kann natürlich hier schneiden und nee, das wollen wir nicht. ja, es hat ihm, glaube ich, auch nicht so viel gebracht jetzt. Ich kann das Atari geben oder hier piepen. Ich könnte hier spielen und dann mit dem und dem das schneiden. Ne? Ja, das ist vielleicht eine Idee. Also gebe ich das Atari hier mal. Und schiebt dann hier hoch. Dann muss er ja irgendwie so brav decken und dann kann ich hier weiter springen. Könnte auch hier spielen, aber dann muss er auch decken und ich kann auch nicht viel weiter springen, ne? Also wir spielen das mal so. Problem ist jetzt noch diese Gruppe, ja. Aber seine Gruppe ist ja auch nicht gerade ganz problemfrei hier, ne? Wenn er das jetzt spielt, da, dann habe ich den Incente. Und habe hier zwei Augen. Die Gruppe ist also safe. Dann würde ich sagen, spiele ich jetzt doch eher von dieser Seite, ne?
9, den oder den. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ich spiel mal den. So, was hat er jetzt noch? Er hat im Prinzip das hier oben gemacht. Ne? Da gucken wir mal. Nochmal hier spielen. Spielt er einfach den, ne? Was habe ich dann noch? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spiel mal hier, stabilisiert mich hier weiter, macht gleichzeitig vielleicht auch noch wieder ein bisschen Druck auf die. Das hier lebt, wie gesagt, meiner Meinung nach. Das Einzige, was er jetzt machen kann, groß, ist das hier. Da geht erstmal nichts. Nein, eight, seven. Ja, dann machen wir doch hier weiter. Druck. Und da werden wir schon noch irgendwie reinkommen, oder? Atari geben und decken, das möchte ich nicht. Ja, zwingen wir ihn hier zu seinem Glück oder was machen wir? Lebt das schon sicher? Vielleicht nicht. Wenn ich hier noch ein bisschen stärker werde, dann kann ich hier vielleicht reingehen und hoffe, dass er mich dann nicht allzu stark angreifen. So, 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 so. Dann kann ich hier bestimmt immer noch trennen, ne? Trennen aber lieber sofort. Wenn jetzt hier spielt, dann kann ich doch hier bestimmt noch einmal reinschieben, dieses schöne Atari geben. Vielleicht sogar noch hier spielen. Oder aber eben einfach weiter hier außen zu machen. Oh, zwei werden das doch bestimmt nicht hier, ne? Dann aber schon irgendwie nochmal zurückkommen. 9, 8, 7. Wir spielen weiter außen, hoffen, dass wir dann später nochmal entweder Druck auf die oder hier rein bekommen oder hier rein können, da oben. Irgendwas wird schon überbleiben. So, 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 da. Wenn ich dann hier spiele, er spielt da, dann kann es freiheitentechnisch eng werden, ne? Dann machen wir das doch lieber so. So, dann springt er hier. Was, wenn ich hier spiele? Kommt er dann überhaupt noch raus da? So, 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 ich schneide, er spielt da, Atari, kann dann hier fangen. Vielleicht kriegt er dann hier sein zweites Auge, ne? 9, 8, 7. Aber trotzdem, ich spiele mal nicht den, weil er dann piepen und springen kann, sondern ich spiele diesen hier. Und hoffe, dass ich dann hier irgendwie noch ein paar Steine kriege, wonach ich die wieder gut angreifen kann. Ist jetzt allerdings noch nicht so hundertprozentig durchgerechnet und wird wahrscheinlich schief gehen.
Aber vielleicht werde ich ja auch hier stark und kann dann da wirklich alles in Schutt und Asche legen. So, da muss ich jetzt aber schneiden, ne? Ist die Frage, wenn ich hier spiele und er da rauszieht. Gebe nochmal Atari. Dann schlägt er, dann muss ich dieses Atari geben, dann könnte er hier Nine, spielen eight, und seven, da six, sein five, zweites Auge machen, four, ne? three. Wenn er rauszieht und ich hier schlage, kann er den dann fangen, also diese zwei Steine fangen hier mit nochmal Atari, so und dann hier, da, hier, ich da, dann kann er hier nicht blocken, weil ich dann seine drei Steine dann hier fange. Ja, ich glaube, ich kann, wenn er rauszieht, hier fangen. Da schlägt, dann blocke ich hier. Kann er hier spielen und wir müssen da ein Ko versuchen. Naja, kann, wenn er den gespielt hat, auch hier spielen, was hier zwei Augen droht. Wenn ich die verhindere, gibt er hier nochmal Atari und macht hier sein zweites Auge. Ne? Also er kann mit Schlagen und hier spielen dann leben. Schade, eigentlich. Aber wenn ich da nochmal einen Stein hinbekomme und vielleicht den einen Stein hier noch fangen kann, sodass hier kein Schnitt, dem ist da immer noch ein Schnitt, ne? Yoyomi now Kein starts. Schnitt mehr ist, dann ist doch hier oben alles so schwach und löchrig, dass ich da locker reinkomme. Dann ist nur noch die Frage, ob die Punkte reichen. Er hätte hier so 10, 15, vielleicht 20 dann mit denen, dann hat er hier nochmal 20 Punkte. 25 Komi, also 50 Punkte insgesamt bräuchte ich. Wenn ich hier 20 habe, hier zusammen 10, 15, hier Nine, nochmal eight, 5, dann seven, ist ja schon 40 und dann habe six, ich hier oben five, auch noch was. four, three. Plus die Tatsache, dass wenn ich da oben reinkomme oder hier angreife, er doch noch einige Probleme abseits der Punktedifferenz zu lösen hat. Ja, da müsste ich doch eigentlich prima stehen, ne? So, er kann jetzt den spielen und leben, hatte ich ja gerade gerechnet. Er spielt das aber so. Okay. Gut. Da, da. Das kann es nicht sein. Da decken müssen, na ne? Egal. So, jetzt haben wir das so gespielt. Ich möchte ihm hier das noch nicht so ganz so einfach leben lassen, aber ich muss jetzt auch dann doch wieder aufpassen, dass ich da nicht komplett geschnitten werde. Und er hat dann doch den Zug gefunden. Ja. Okay, dann haben wir das Thema ja besprochen. Ausreichend besprochen. Würde ich jetzt mal hier reingehen oder Nine, da oder eight, hier? seven, six, five, four, three, two, one. Ich spiele mal den. Wie gesagt, aufpassen hier. Nicht, dass da noch ein Unglück passiert. Ein Unglück ist gerade dabei zu passieren. What? Was macht er da?
kann ich doch schon mal hier spielen und dann weiß ich gar nicht, was mit seiner Gruppe hier passiert. Das hat er gerade vielleicht auch gemerkt. Und wenn er die rettet, dann kann ich ja hier weiterspielen. Und ja, seine Stellung ist doch ziemlich auseinandergefallen. Also ich spiele jetzt hier und das müsste reichen. Ja, ganz überzeugend. Also gut, wenn ich jetzt gar nichts kriege, weder die noch da zu viel kaputt mache, dann sagt das Schätzometer hier gerade, weiß plus ein halber Punkt. Ja, dann weiß ich nicht, warum er aufgegeben hat. Aber nach dem Zug hier haben die es schon sehr schwer hier unten, glaube ich. Ja, mal kurz in die Analyse. Wenn ich hier spiele, dann müssen die ja im Prinzip hoffen, dass sie da noch rauskommen. Und dann kann ich hier oben ja auch irgendwie weiterspielen. Vielleicht auch ganz einfach so. Wenn er die 5 dann noch decken will, wahrscheinlich muss er so spielen. Und kann die 5 schon gar nicht mehr decken. Ich kann den spielen und wahrscheinlich kann er immer noch nicht decken. Hiernach könnte er vielleicht decken. Obwohl, ist immer noch fraglich, ne? Das werden immer noch keine 2 Augen. Sieht doch alles ziemlich kaputt aus für ihn dann. Ja, und wenn er irgendwie sofort irgendwas hier versucht, dann spiele ich halt da und ja, die Partie ist noch schneller vorbei. Ja, sehr schön. Hat dieser Kampf ja doch mal irgendwie funktioniert, obwohl am Anfang war ich mir dann auch wieder nicht so ganz sicher, ob das in die richtige Richtung läuft. Plötzlich hatte da unten ja doch ziemlich viele Punkte gemacht, ja, obwohl so viele ja auch nicht. Die Steine sind ein bisschen schwach geworden, dadurch, dass ich hier zweimal ziehen durfte. Aber es war trotzdem noch ein bisschen Arbeit. Aber insgesamt habe ich mich doch die meiste Zeit relativ wohlgefühlt mit der Partie. Auch weil das Einsteigen hier ganz gut funktioniert hat. Wollte ihm zwar nicht unbedingt hier die Punkte alle gönnen in der Ecke, aber dadurch, dass die Gruppe hier weiter schwach blieb und ich dann da noch weitere Züge bekommen habe, die ja seine Steine hier rechts geschwächt haben, dadurch fühlte ich mich eigentlich doch immer noch so ein bisschen in Kontrolle, was den Partieverlauf angeht, und das habe ich gern. Auch wenn es oft dann doch nach Chaos aussieht, aber das ist dann Plan B. Wenn ich schlecht stehe, dann möchte ich natürlich möglichst viel Chaos verbreiten. ja gut, eigentlich möchte ich dann mit möglichst plumpen Tricks auch immer noch einfach gewinnen, aber das ist dann halt nicht mehr ganz so einfach umzusetzen. Sodass ich dann doch meist auf irgendwelche ganz wilden Aktionen verfalle. Aber wem erzähle ich das? Ihr guckt ja lange genug meine Videos, ne? Oder habt ihr etwa noch nicht abonniert? Dann kann ich euch das nur empfehlen. Denn nicht jede Partie ist so langweilig wie diese. Ja, ich hoffe aber, sie hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir also gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, gerne Abos, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, am Fuseki hatte die KI relativ wenig auszusetzen, insbesondere für meinen Gegner, auch wenn es hier vielleicht G3 besser findet als den Zug, den mein Gegner gespielt hat. R8, aber es sind halt nur relativ kleine Ungenauigkeiten. Ich hätte hier doch nicht den Kampf anfangen sollen, sondern selber G3 spielen. Ich dachte irgendwie, das macht gar nicht so viel Sinn, aber ich kann dann ja ein schönes Mojo unten aufziehen. Da kommt er zwar mit 12 rein und ich wüsste nicht, wie ich ihn angreifen soll. Ich habe auch schon 4 nicht beantwortet, aber einfach weiter Tenuki spielen mit 13, seine Gruppe unten rechts ein bisschen unter Druck setzen. Und er hat dann halt einige Probleme zu lösen. Dann hatte ich mich ja schon in der Partie gefragt, ob ich nicht statt J7 vielleicht auf J5 schneiden oder auf J4 piepen soll. J4 wäre gar nicht gut, aber der Schnitt, der findet bei der KI doch ein bisschen Gefallen. Bei mir aber findet diese Variante nicht wirklich Gefallen, beziehungsweise ich wüsste nicht genau, wie viel davon ganz erzwungen ist und was das denn alles werden soll. Drum bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mich dagegen entschieden habe. Dann war die ganze Zeit hier M7 ein wichtiger Zug. Ich habe ja S7 gespielt, was vielleicht auch groß ist, aber M7 ist wohl das Thema jetzt hier im Mittelspiel. Ja, und nach meinem Einstieg da auf C9 hatte ich ja schon erkannt, dass er da einen ziemlich wunden Punkt bei C6 hat. Ich war nur irgendwie selber von meiner Stabilität da noch nicht so sehr angetan, deswegen habe ich mich irgendwie nicht getraut, da gleich mal abzufragen.
Das wäre aber gut möglich gewesen, weil, ja, wenn er da auf 2 antwortet, dann kann ich halt mit B5 piepen und bin auch gleichzeitig mit meinem Stein auf C9 danach verbunden. Von daher, ja, wäre das wohl gut möglich gewesen. Ja, und dann hat er aber seine ersten wirklich ganz groben Fehler gemacht, insbesondere hier B5 hat mir wohl, ja, erstens ein Leben für meine Gruppe ermöglicht und selber hat er dann einige Schwachpunkte gehabt. Was ich ja auch dachte und er zum Glück auch, nämlich dass ich da auf F9 hätte piepen können und er hat deswegen ja auch gedeckt, konnte ich aber nicht. Wenn ich da piepe, er deckt, ich steche rein, er blockt auf E9, ich muss dann ja das Ko decken, dann kann er einfach Atari geben, 4 spielen und dann hat er da auf F6 einen Zug, der eine Mausefalle droht, vielleicht wirft er auch zuerst ein und eben als zweite Drohung da G5 zu schneiden. Also ich kann seine Gruppe da gar nicht abschneiden. Das wäre ein böses Erwachen geworden. Aber ja, zum Glück hat er das genauso falsch gesehen wie ich und so konnte ich dann doch plötzlich klar in Führung gehen, während die ganze Partie über er vielleicht minimal vorne lag. Nach dem Kampf am linken Rand und im Zentrum war ich dann plötzlich klar vorne. Dann habe ich ja versucht, mit J10 da meine Zentrumsgruppe zu stärken. Das ist ja auch soweit ganz gut, aber M7 wäre noch ein besserer Zug gewesen, weil es mehr Druck auf seine Steine vielleicht am rechten Rand macht und mir die Option lässt, vielleicht seine Zentrumsgruppe später mal selbst mit G12 anzugreifen. Dann habe ich aber irgendwie doch einen recht guten Angriff auf seine Steine am rechten Rand hinbekommen, bei dem er, im Prinzip wir beide aber doch einige Fehler gemacht haben, zum Beispiel dieses Decken auf S11. Das war wohl zu klein, wenn er da erstmal im Zentrum irgendwie ein bisschen Land gewonnen hätte, dann wäre es vielleicht nicht ganz so klar geworden. Ich habe dann ja auch hier auf P6 gedeckt, das war nicht zwingend notwendig, wenn ich da den Bambus mache. Ich hatte ja ein bisschen Angst, wenn er da hinterher bei 4 reinstreckt und ich blocke, dass dann irgendwann dieser Schnitt auf Q5 droht, aber dem kann ich ja einfach den Wind aus den Segeln nehmen, wenn ich da selber auf Q5 spiele. Er kommt dann ja trotzdem nicht raus und das AG in der Ecke ist erstmal komplett weg. Mein Versuch, ihn da direkt einzuschließen mit M13, war aber wohl eben doch ein bisschen zu direkt. Da hätte ich vielleicht oben auf L15 anlegen können, aber muss man auch gucken, was da dann letztlich bei rauskommt. Dann dieses Ko hier zu decken war gar nicht so wichtig auf O12, da hätte ich ja eben L10 spielen sollen und ja, es ging dann noch so ein bisschen hin und her. Letztlich konnte er ja leben, aber die Stellung war schon gut genug für mich. Was so die Performance angeht, in der Eröffnung war er doch noch um einiges besser als ich, also hat fast gar keine, nicht mal wirklich kleine Ungenauigkeiten gemacht. Aber ich habe ja auch mit über 91% eine ganz gute Performance für meine Verhältnisse. Und im Mittelspiel, da waren wir beide nicht so berauschend, aber er hat eben doch mehr ganz grobe Fehler gemacht. Und so konnte ich die Partie dann gewinnen.